bei den Spielen? Also gleich zu Beginn natürlich die Eröffnungsfeier. Die Kanadier versprechen da eine ganz tolle, große Show im BC Place Stadium in Vancouver. Und ich denke, wir werden das sehr schön zeigen, ab 3 Uhr nachts live dann im ersten. Was mich natürlich persönlich interessieren würde, gibt es schon so einen Hit, einen Song zur Olympiade? Ja, es wird natürlich eine große Olympia-Hymne geben. Das ist alles noch streng geheim, aber da wird so einiges gemunkelt. Es gibt ja in Kanada auch tolle Sänger. Das wird dann erst zur Eröffnung enthüllt und wir sind da auch schon sehr gespannt drauf. In HD-Qualität wird gesendet. Jetzt ist das ja so eine Sache. Wie funktioniert das? Ja, es ist schon eine ganz neue Art von Fernsehen. Also die Bilder sind wesentlich schärfer, man fühlt sich viel dichter dran am Geschehen, gerade im Sport natürlich sehr spannend. Und auch nicht zu unterschätzen, wir haben dann ja auch Dolby 5.1, also Kinosound zu Hause, wenn man das richtige Fernsehgerät hat. Vancouver, es zählt ja wirklich zu den schönsten Städten der Welt. Warst du schon mal da? Ja, ich war insgesamt dreimal dort und es ist wirklich faszinierend, weil es so eine Symbiose ist aus einer modernen Metropole, wo auch abends eine Menge los ist und dann das Wasser am Pazifik gelegen, an den Ausläufern. Und dann schaut man auf die Berge, die dann schneebedeckt sind und das ist schon eine tolle Kulisse. Also es wird nicht nur Arbeit, sondern auch noch schöner Genuss. Naja, wir haben schon genug zu tun. Es wird keine Urlaubsreise, aber man hat schon die Gelegenheit zwischendurch auch mal zu schauen und da ist schon einiges möglich. Wolf-Dieter, vielen, vielen Dank für den Besuch. Guten Flug, alles, alles Gute, gesund bleiben auf jeden Fall. Wie lange bleibst du da unten? Ja, wir werden 4 Wochen vor Ort sein, dann eine kurze Pause, dann geht es weiter nochmal 2 Wochen mit den Paralympics und da freuen wir uns erst einmal drauf. Und wir Zuschauer freuen uns auf tolle, spannende Wettkämpfe mit gestochen, scharfen Bildern. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, und wir freuen uns jetzt erst einmal auf Platz 1. Mit 14,7%, also auch mit deutlichem Vorsprung, eroberte diesen Platz St. Andreasberg. Der Kurort im Oberharz setzt nicht nur auf bekannte Wintersportarten. Wie wär's denn mal mit Snowtubing? Das idyllische Städtchen St. Andreasberg. Auf über 600 Metern gelegen ist es das Wintersportzentrum im Harz. Und wie könnte es hier anders sein? Natürlich wurde St. Andreasberg im Mittelalter für den Bergbau gegründet. Die ganze Stadt ist unterhöhlt. Und das hat auch was mit unserem Thema zu tun, dem Wintersport. Denn sollte der Schnee doch mal fehlen, dann werden die Pisten mit bestem Harzer Quellwasser aus dem Fels beschneit. 6 Kilometer lang sind die Pisten am Matthias-Schmidt-Berg mitten im Ort. St. Andreasberg liegt am Naturschutzgebiet. Der märchenhafte Harz. Ein Traum in Weiß. Selbst ein alter Bekannter ist wieder da. Denn seit dem Jahr 2000 leben wieder Luchse rund um den Brocken. Chefin Gloria Engelke auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Ihre Piste am Ortsteil Sonnenberg liegt im Nationalpark. Deswegen darf hier nicht künstlich beschneit werden. Der Schnee ist gut. Wir haben genügend Schnee. Und wir werden noch mal die Piste präparieren. Und dann ist es spitzenmäßig, wenn ich das mal so sagen darf. Skifahren mitten im wildromantischen Oberharz. Ein einzigartiges Erlebnis. Herrlich, einfach nur herrlich, sage ich nur. Die Hänge im Städtchen St. Andreasberg laden natürlich noch zu ganz anderen winterlichen Vergnügungen. Mit einem extra Rodelhang zum Beispiel. Wer bis jetzt dachte, Rodeln sei was für Weichlinge, den belehren diese Bilder eines Besseren. Keine Angst, ist nichts passiert. Wer es noch wilder will, für den hat Liftchefin Gloria Engelke was in petto. Komm her, wir machen so einen Dreier. Wenn die Chefin zum Dreier ruft, dann geht die Post ab. Die Engelkes haben das Snowtubing in den Harz geholt. Ja, geil war's.
Snowtubing, so heißt der verrückte Spaß, bei dem sich Wagemutige in ehemaligen LKW-Reifen den Abhang hinunterstürzen. Ein völlig ungefährlicher Spaß übrigens und auch für Kinder bestens geeignet. Aber so richtig erleben lässt sich der Nationalpark mit ein paar km/h weniger. Geführte Wanderungen gibt es auch im Winter. Harzer Spezialitäten helfen gegen drohende Unterkühlung. Und wenn man so Richtung Brocken wandert, geht man ja durchs Brockenmoor. Ja. Und da gibt es auch so einen ganz tollen Trinkspruch. Ja. Siehst du deinem Mann im Moore winken? Wink ihm zu und lass ihn sinken. Hier wird kein Mann im Moor versenkt, Frauen auch nicht. Eine abendliche Wanderung durch den Harz, Romantik pur. Und mit ganz viel Glück sehen Sie ihn vielleicht, den Ureinwohner des Harzes, den Luchs. Winterbilder wie aus dem Märchen. Das war die Top 10 Tour durch die 10 beliebtesten Wintersportorte Deutschlands. Vielleicht